Dass ihr Sohn ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist für die Zwillingseltern John und Nina schon ein Schock. Aber es kommt noch dicker. Was hat er denn von Verband am Kopf? Was hat er gemacht? Tja, also ihr Sohn ist wohl irgendwie gestürzt, hat sich dabei auch eine Gehirnerschütterung zugezogen. Viel mehr, ehrlich gesagt, konnte ich jetzt auch nicht aus ihm rauskriegen. Unsere Tochter war nicht hier? Nein, also wir vermissen unsere Tochter Maya. Wir sind besorgt um sie. Wie alt ist denn ihre Tochter? Genauso wie er. Also ja. Beide 10, sind Zwillinge. Henry, okay. Wo ist denn also, Maya? Er kam, aber da war sonst niemand anderes Kind dabei. Tut mir leid. Also wir wissen jetzt nicht, wo die sein könnte. Nein, das Unternehmen, dass wir unsere Tochter. Nein, also die sind nach der Schule beide nicht nach Hause gekommen. Die sollten sofort nach Hause kommen. Und ja. Ich weiß nicht, der hat auch im Moment auch nur Flausen im Kopf. Ich frage mich, was da schon wieder hintersteckt jetzt. Ne? Also, denken Sie daran, ihm geht's nicht gut. Er ist ein bisschen apathisch. Ja. Ich denke auch, dass es mit ein Grund dafür, dass er jetzt auch einfach nicht genau erzählt hat, was passiert ist. Die Klebereste, ne? Genau. Wir haben dann noch diese Klebereste am Arm entdeckt. Die müssen wir noch abmachen. Klebereste? Ja. Was für Klebereste? Ja, hier am Arm hat er so ein bisschen Kleber. Was hast du da gemacht? Genau, die würden wir nachher noch entfernen. Dass Kinder nach so einem Unfall jetzt nicht unbedingt erpicht darauf sind, lange Geschichten zu erzählen, das ist komplett klar und auch völlig normal. Der hat natürlich Schmerzen, dem geht's nicht gut. Und dann kennt man das auch von sich selber, dann ist man einfach auch nicht so in der Laune, lange mit jemandem Gespräche zu führen. Und es gab wohl noch eine Schwester und die war nicht aufzufinden. Die war bei uns nie gewesen. Die Eltern wussten aber auch nicht, wo sie sind und eigentlich hätten die Kinder zusammen sein sollen. Und das macht einem dann auch schon echt große Sorgen. Wir müssen jetzt erstmal die Maya auch finden. Ja, geh du erstmal ein paar Telefonate machen, Eltern ja. Von Freunden ja, glaub, und so weiter. Und ich kümmere mich um Henry ein bisschen. Ich suche die jetzt mal. Also der ist jetzt hier gut aufgehoben. Okay. Ne? Okay. So sehr sich Mama Nina auch bemüht, der 10-jährige Henry kann oder will sich zu dem Unfall nicht äußern und auch der Verbleib seiner Zwillingsschwester Maya bleibt ungewiss. Eine halbe Stunde später gibt es erste Neuigkeiten. Alles gut, wenn wir mal reingehen? Es geht so. Also ich habe gerade erfahren, dass mein Mann meine Tochter Maya gefunden hat und sie schon wieder abgehauen ist. Ich muss dringend den Henry mal löchern, was da passiert ist. Mhm. Ja. Das ist schon komisch, ne? Mhm. Deine Mama auch wieder mit rein. Ja. Die Maya ist wieder aufgetaucht. Das ist die erste gute Nachricht, ne? Aber die zweite Nachricht ist, dass sie wieder vom abgehauen ist. Und langsam weiß ich nicht mehr, was ich denken soll bei euch. Also, sie ist schon wieder weg und die ganze Zeit hin und her. Der eine ist weg, der andere ist weg. Die Maya ist vielleicht sogar in Gefahr. Was habt ihr da ausgeheckt, Henry? Ja, alles kaputt gemacht. Was kaputt gemacht? Was ist denn los, Henry? Hm? Was hast du Bauch? Alles gut? Henry? 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 Was ist denn los? Bauch. Dein Bauch tut weh? Ich guck mir den einmal an. Lass die Beine angezogen. Ja, ich mach einmal ein bisschen das T-Shirt hoch, keine Angst. Sag mir, ob es weh tut. Ich drück jetzt, ja? Das tut schon weh. Okay. Und hier? Auch? Okay, ich muss einmal hören. Nachdem sich gezeigt hat, dass Henry schon starke Bauchschmerzen hatte, also er hat sich vor Schmerzen gekrümmt, wusste ich, dass das auf jeden Fall nicht normal ist und vor allem auch so plötzlich einsetzen, das war irgendwie alles sehr komisch. Ich habe den Bauch dann ja auch abgehört, auch das war schon schwierig, also selbst die kleinste Berührung war schmerzhaft und die Darmgeräusche waren irgendwie auch nicht so richtig eindeutig. Es war einfach insgesamt schwer zu beurteilen, sodass ich dann natürlich auch weitere Untersuchungen anschließen musste. Also ich fühle mich ehrlich gesagt nicht gut damit, wenn das schon wehtut, wenn ich nur ein Stethoskop drauflege. Da würde ich jetzt gerne einmal direkt nachschauen. Also ich würde einmal in der Radiologie anrufen, dass wir vielleicht auch direkt mal einmal gucken können. Ja. Vielleicht auch ein Röntgen machen können. Weil hast du irgendwas gegessen vielleicht? Irgendwas Falsches? Oder irgendwas, was man nicht hätte essen dürfen? Was kann er denn gegessen haben jetzt auch? Also ich bin mir nicht sicher. Es klingt halt ein bisschen komisch, die Darmgeräusche. Und ich würde das auf jeden Fall gerne abklären. Oh mein Gott, Henry. Hoffentlich ist da nichts Ernstes jetzt, ne? Okay. Gehen wir einmal vor die Tür? Ja. Dass Kinder nicht mit der Sprache rausrücken wollen, wenn sie vielleicht auch einfach Mist gebaut haben und das auch wissen, dass das dumm war, was sie gemacht haben. Naja, das ist jetzt auch nicht so untypisch. Und oft bringt es auch nichts, die Kinder dann einfach immer weiter unter Druck zu setzen, weil es führt in der Regel nur dazu, dass sie noch mehr zumachen. Da muss man wirklich viel Fingerspitzengefühl beweisen. Und ja, meistens kommt man dann irgendwann darauf. Aber
wenn Kinder wirklich so beharrlich schweigen und sich so sehr verweigern, dann steckt eben meistens auch was dahinter. Was genau nun hinter Henrys Schweigen stecken könnte, deutet sich 20 Minuten später an, als der 10-jährige Patient beim Röntgen ist. Es ist das Auftreten von Zwillingsschwester Maja, das Schwester Nicole und die Ärztin schwerwiegende Familienprobleme vermuten lassen. Da sind wir wieder. Oh, haben Sie sie gefunden? Ich habe sie gefunden. Tatsächlich. Okay. Hey, Maja, jetzt renn doch nicht wieder weg. Komm mal her. Aua. Alles okay, Maja? Hm? Ich bin Schwester Nicole. Hast du dir wehgetan an dem Arm? Oder war das jetzt, weil der Papa nur da dran gefasst hat? Ich weiß nicht. Ist weggelaufen, dann habe ich sie jetzt wieder gefunden. Und jetzt läuft sie wieder weg. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Ei, ei, ei. Das sieht aber nicht gut aus, hm? Was hast du denn gemacht? Sollen wir das mal gerade der Ärztin zeigen? Ja? Kommst du einmal mit? Können Sie mir sagen, wo meine Frau ist? Die ist gerade in die Cafeteria gegangen. Okay, okay, komm, die kommt gleich. Ja? Kommst du mal mit, Maja? Ich war schon erleichtert, als Herr Rüth mit Maja zu unserer Station kam. Ich meine, auch wir waren aufgeregt. Ich meine, das ist nicht schön. Maja ist noch so jung und dann nicht auffindbar. Da macht man sich schon Gedanken. Ich fand es nur auffällig, dass sie auch vor ihrem Vater weggegangen ist. Also weggerannt schon fast. Und dann diese komische Verletzung am Arm. Ich mache mal gerade die Tür zu. Aus den beiden Kindern. Ich weiß gar nicht, was los ist, mein. Willst du mir vielleicht einmal erzählen, was passiert ist? Ich will nur mit Henry reden. Okay. Das können wir jetzt gerade nicht machen. Oh je. Du hast richtig so ein bisschen die Haut abgerissen auch, ne? Ja. Hier. So kleine so Bläschen oder sowas, die oberste Hautschicht. Also für mich sieht das ehrlich gesagt auch aus, als wären das so Klebereste hier. Ja. 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 Hallo, die Frau Rüth ist da. Hi, da bist du. Ja, hallo. Ja. Hi. So. Wissen Sie, was ich für eine Vermutung habe? Kalt und nass. Das liegt ja schon wieder nah, dass das irgendwie mit dem Henry zusammenhängt. Wenn ich das jetzt höre, wo Sie sagten, gerade Klebereste, dass die beiden sich da irgendwie aneinander gepappt haben. Bitte? Da kommt ja immer auf so tolle Ideen. War das so gewesen, Maja? Papa soll rausgehen. Was? Komm. Papa ist böse. Ich mach das. Was ist denn so? Ich weiß überhaupt gar nicht, was los ist. Also, aber ich kenne meine Kinder so nicht. Wenn sie sich das jetzt wünscht, dann würde ich Ihnen vorschlagen, dass wir das auch respektieren. Ja, okay. Ja? Ich warte kurz draußen. Ich weiß ja, die ist hier gut aufgehoben. Beruhig dich. Bis gleich, ne? Ich reinige das alles und desinfiziere. Ich würde einmal kurz mit raus, ja? Ja, möchte die Salbe noch drauf machen gleich. Mhm. Okay. Genau, und dann einfach verbinden. Mache ich. Und ich rede einmal kurz. Alles klar. Bei so einer Aussage eines Kindes muss ich natürlich auch einfach mit dem betreffenden Elternteil noch mal unter vier Augen sprechen. Denn Papa ist böse. Also, ich finde das schon ganz schwierig. Wenn ein Kind sowas äußert, das macht es dann doch auch nicht ohne Grund. Und da muss man einmal hinterfragen, was dahinter steckt. Ich bin, ehrlich gesagt, ein bisschen irritiert. Also ich bin auch irritiert von beiden Kindern. Also, ne, Henry macht ja oft irgendeinen Firlefanz, irgendeinen Mist. Aber Maja ist die Mustertochter überhaupt. Also, sie ist super in der Schule, sie hört zu Hause, sie macht keinen Mist. Ich habe ein super Verhältnis zu ihr. Sie liebt ihren Papa über alles. Ich weiß überhaupt, ich komme an die Kinder, habe das Gefühl irgendwie, ich komme überhaupt nicht mehr an die Kinder dran. Also, ich bin sprachlos. Also, Sie können sich nicht erklären, warum Ihre Tochter sagt, Sie sind böse. Nein, überhaupt nicht. Ist nichts passiert? Um Gottes Willen, ich würde meiner Tochter nie irgendwie oder meinem Sohn was Böses tun. Ich liebe meine Kinder über alles. Also, Sie verstehen bestimmt, dass mich hier so eine Aussage erstmal ein bisschen besorgt und auch ein bisschen irritiert. Und dass ich da auf jeden Fall einmal nachfragen muss. Und dass natürlich jetzt ein komisches Gefühl bleibt. Ich glaube Ihnen schon, dass Sie auch besorgt sind, aber ich habe das jetzt natürlich im Kopf. Und ich möchte ganz gerne, ehrlich gesagt, dass wir dann noch mal alle zusammen jetzt auch zu Henry gehen. Ja, gerne. Und vielleicht, sie sagte, sie möchte mit Henry reden und vielleicht erzählen die beiden uns. Ja, ich hoffe, dass sich das irgendwie aufklärt, dass wir was rauskriegen. Genau. Und die ganze Situation sich irgendwie aufklärt. Ne? Man muss schon sagen, dass der Vater eigentlich glaubwürdig und auch nett rüberkam und ich nicht das Gefühl hatte, dass da wirklich etwas passiert ist. Andererseits kann man den Menschen immer nur vor den Kopf gucken und man muss es immer ernst nehmen. Und? Alles gut? Ja. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen einmal zusammen zu deinem Bruder, oder? Für die Klebereste an Majas und auch Henrys Arm glaubt Tabea Rode eine Erklärung zu haben. Unklar ist der Kinderärztin jedoch das Motiv der Zwillinge. An einen dummen Kinderstreich allein glaubt die Medizinerin inzwischen nicht mehr. Kann das sein, dass ihr beide euch eventuell zusammengeklebt habt? Hm? Da nickt jemand. Noch jemand. Bitte? Seid ihr euch da einig? Ja, offensichtlich. Das gibt's ja nicht. Also ich hab das ja schon geahnt. Ne? Aber ich fass es nicht. Wie könnt ihr sowas machen? Warum? Wie kommt man auf so eine Idee? Warum klebt ihr euch zusammen?
Ja. Ich will nicht, dass Henry mit Papa an einen Strand zieht. Oder was? In einen Bitte? Tabak. An den Strand? Ja. Am Strand? Was ja. Aber denn da? Wo habt ihr das oder her? Was hast du gesagt? Oder ein Internat? Warum sollten wir am Strand ziehen? Ja, haben Sie sowas mal gesagt vielleicht? Oder irgendwie mal darüber geredet, dass er auf ein Internat weißt soll? Ach. Was denn? Weißt du, was die meinen? Nee. Ich weiß, was ihr meint. Vor ein paar Wochen, wo der Henry wieder nach Hause kam, wo er wieder eine Schule Theater hatte, da haben wir darüber gesprochen, dass wir alle als Familien einen Strang ziehen müssen. Ach, jetzt dämmert's bei mir auch an einem Strang. Nein, nicht Strand. Strang. An einen Strang zusammenhalten als Familie. Ach so. Und das mit dem Internat, das habe ich doch mal so dahergesagt. Nein, das. Ne, das also das hier zieht keiner weg. Verstanden. Und deswegen habt ihr euch so zusammengeklebt? Hm? Hattest du Angst, dass dein Bruder weg muss? Ja. Ja. Das braucht ihr doch nicht. Hallo. Ich habe hier einmal die Bilder. Kannst du das glauben? In dem Fall zeigt sich wieder gut, dass man manchmal, naja, zwar Kinderaussagen ernst nehmen muss, aber manchmal eben auch wirklich was ganz Banales dahinter steckt. Die Kinder haben einfach was falsch verstanden. Es war letztendlich einfach nur ein Missverständnis. Man hätte das natürlich ganz einfach klären können, wenn die Kinder geredet hätten. Aber naja, davor hatten sie Angst und aus Kindersicht kann ich das sogar verstehen. Und naja, ich war natürlich immer noch sehr gespannt, was jetzt das Ergebnis der Röntgendiagnostik war und was ich da gesehen habe. Ja, das hat mich dann doch schon mal ganz schön überrascht. Henry, kann das sein, dass du vielleicht doch was verschluckt hast, das du nicht hättest verschlucken sollen? Das sieht nämlich hier aus, als ja, wäre da sowas wie eine Kappe. Wo wir uns zusammengeklebt haben, habe ich den Kleber nicht offen bekommen und habe das mit dem Mund offen gemacht. Mhm. Wo ich gestürzt bin, habe ich die Kappe verstuckt. Oh. Nein, John. John, so viel auf einmal, das ist zu viel für meine Nerven. Und das hast du nicht erzählt? Oh, nee. Weil du dich nicht getraut hast? Okay. Ist jetzt aber nicht weiter schlimm? Also, zum Glück ist es nur ein Deckel. Ja. Ja, der ist relativ klein. Ich schätze mal, Sekundenkleber, habt ihr Sekundenkleber benutzt, ja? Ja. Der ist nicht scharfkantig. Das ist klein. Ich denke, der wird einfach so durchgehen. Die Bauchschmerzen waren wahrscheinlich, weil er an irgendeiner Stelle gehangen hat, wo es halt ein bisschen schwieriger war, den durchzukriegen. Grundsätzlich ist es nicht immer notwendig, wenn ein Kind etwas verschluckt oder auch man selber mal etwas verschluckt, sofort zum Arzt oder ins Krankenhaus zu gehen. Natürlich sollte man das immer kontrollieren lassen, wenn es etwas sehr Großes ist oder das Kind noch sehr klein, dann ist natürlich das Verhältnis ein anderes. Und wenn es irgendwas Scharfkantiges ist oder zum Beispiel auch eine Batterie. Batterien sind ganz, ganz gefährlich. Ansonsten nimmt es sehr häufig einfach den natürlichen Weg nach draußen. Was man tun sollte, ist auf jeden Fall auch darauf achten, dass es wieder rauskommt. Das ist natürlich nicht so besonders angenehm, aber man muss sich wirklich den Stuhl des Kindes anschauen und zwar jeden und genau gucken, ob das, was man vermisst, dann da zu sehen ist. Also immer den Stuhl kontrollieren. Was machst du denn? Nein, du machst das. Nein, du machst das. Nein, du. Nein. Ja, es wird auf jeden Fall einer von Ihnen machen müssen, ist Ihr Kind. Solange er hier ist, machen wir es, das ist die gute Nachricht. Du musst bitte immer Bescheid sagen, ja? Also, sobald du zur Toilette musst, Pipi nicht groß, ja? Bescheid sagen, damit wir gucken können, weil das Ding muss raus, ja? Und wenn es nicht rauskommt, wäre das blöd, aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Okay? Gut. Okay. Haben Sie noch Fragen? Also bleiben wir eine Familie? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Also, natürlich. Auf jeden Fall. Und wir ziehen dann einen Strang und wir bleiben zusammen. Und nicht, und nicht an den Strand. Und zusammenkleben müsst ihr euch auch nicht mehr, ne? Ist auch nicht so gut für die Haut, habt ihr gemerkt, ne? Henry blieb wegen seiner Gehirnerschütterung noch für eine Nacht zur Beobachtung in der Klinik und schied den Kleberdeckel auf natürlichem Wege aus. Inzwischen wissen die Zwillinge, dass an einem Strang ziehen etwas ganz Tolles ist.